Erklär, was ist ein schwarzer Strahler? Nennt man auch Hohlraumstrahler oder Plancksche Strahler, ist alles das Gleiche. Also ein perfekter schwarzer Körper. Und ich erkläre das und beginne mit einem überhaupt nicht schwarzen Körper, sondern ich beginne mit einem roten Auto. Und schau mir an, was da passiert, wenn hier von der Sonne Licht auf ein rotes Auto trifft. Und zwar habe ich jetzt, das schaue ich mir zuerst an. Ziemlich viel Licht wird reflektiert, ja, Reflexion. Und wenn weißes Licht reflektiert wird, schaut es weiß aus. Ja, das habe ich hier, weißes Licht. Das heißt, ich gucke auf das Auto, so diese weißen Reflexionsstreifen. Wichtig ist, nur unter bestimmten Winkel, also Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, wenn ich hier den Kopf drehe, dann habe ich andere Streifen. Okay, das sind mal die Reflexionsgeschichten, mal ein bisschen weg, damit es wieder aufgeräumt ist. Und das Auto schaut aber rot aus und nicht weiß. Und das passiert hier an der Stelle. Anderes Licht, das nennt man dann Streuung, nicht Reflexion, sondern Streuung. Die Photonen knallen hier drauf und gehen dann in alle Richtungen. Also hier und hier, ja, rot wäre jetzt besser. Also in alle Richtungen, nicht nur so wie bei der Reflexion. Und zwar rot. Und was hier passiert, das weiße Licht ist ja eine Kombination der Regenbogenfarben. Rotes Licht wird gestreut und blau, grün, gelb und alles dazwischen wird absorbiert. Ja, hier steht es. Also die werden absorbiert, rot wird gestreut in alle Richtungen. Gut. Und als nächstes passiert hier, also wenn ich hier mit Energie auf das Auto gehe, dann wird es wärmer, die Temperatur T steigt. Und das wird nicht unendlich heiß, auch nicht irgendwo in Dubai, sondern das strahlt diese Energie wieder ab und das ist dieses, das hier Symbol. Ja? Im Infraroten, das ist wie so ein Heizkörper. Ja? Also das Auto wird heißer, strahlt ab und da bekomme ich dann so ein Gleichgewicht. Ja? Hier, Gleichgewicht. Die ganze Leistung, alle Watt, die reingestrahlt werden, werden auch wieder abgestrahlt. Eingestrahlt mit sichtbarem Sonnenlicht, abgestrahlt normalerweise im Infraroten. Also sichtbar wäre das Auto dann, wenn ich es zum Glühen bekomme, irgendwie mit einem Bunsenbrenner, wenn es glüht, habe ich es, aber normalerweise Infrarot. Gut, und wenn ich das rechnen möchte und wenn ich da eine Theorie bauen möchte, also die Physiker heißt Plancksche Strahler und Planck hat damals versucht, das zu rechnen. Wenn ich da eine Theorie bauen möchte, ist es viel zu kompliziert. Also rotes Auto ist anders wie blaues Auto, wie grünes Auto. Das eine glänzt mehr, das andere glänzt weniger. Also alles viel zu kompliziert. Die Theorie kriegt keiner hin. Also einfacher machen. Und einfacher ist, ich male das jetzt mal erst einmal, einfacher ist die Idee, ich habe einen Körper, der ist komplett schwarz. Ja, nur schwarz. Und wenn ich jetzt hier mit weißem Licht drauf gehe, wird nichts gestreut, nichts reflektiert, sondern das ganze weiße Licht wird geschluckt. Und dann im nächsten Schritt wird dieser schwarze Körper warm und strahlt die Energie dann ab in Form von Infrarotstrahlung. Und diese Infrarotstrahlung, die will ich rechnen. Ja, Katzen im Hintergrund, passt. Gut, und ich kriege das nicht hin. So ein perfektes Schwarz kriege ich nicht hin. Schwarzer Pullover angucken, da immer ein bisschen Reflexion, schaut grau aus und so weiter. Und dann haben die schon gedacht, in der Theorie am besten wäre so eine Box. Ja, so. Und in diese Box kommt irgendwelches Licht hinein. Und hier bin ich, genau, so, so. Also wenn Licht hier in die Box hineinfällt und hier ist so ein Sand, dann wird es hier so gestreut, reflektiert und das meiste bleibt hängen. Ganz wenig kommt raus. Ja, das heißt, also die perfekt schwarze Fläche ist keine Fläche, sondern ein Loch. Ja, weil eine Fläche kriegt man nie so schwarz hin. Und jetzt wissen viele so, also die Ingenieure heute, die bauen schon sowas Ähnliches, hier so schwarz. Vanta Black heißt es. Das sind Nanoröhren, also winzige Strukturen und die schauen so aus. Und wenn dann wirklich da so ein Licht irgendwie reingeht, dann bleibt es hängen. Ist teuer, man kann mit dem Lappen nicht drüber, sonst ist alles kaputt. Muss recht komisch ausschauen, weil wirklich keine Struktur hat. Gibt es Vanta, ja, Vanta Black im YouTube, sieht man es dann, wie es so ausschaut. Okay, und dieses Dings, dann nennt man eben, also eigentlich die Strahlung, die hier rauskommt, ja, diese Strahlung nennt man Hohlraumstrahlung, das ist die Strahlung des schwarzen Körpers. So ein Sonderfall wie freier Fall ohne Luftreibung. Das Interessante ist, dass die Näherung gut funktioniert. Eine schwarze Herdplatte ist es zwar nicht, die ist ja nicht perfekt, aber näherungsweise funktioniert die gut, auch die Sonne. Wenn ich so tue, wenn die Sonne ein schwarzer Körper wäre, passt es ganz gut. Und auch die Erde passt ganz gut. Also bei der Erde tut man einfach die Reflexion so, ach, ein Drittel Reflexion, einfach mal so raus. Und der Rest tut man so, wie wenn da nicht blau und sonst irgendwas wäre, sondern ungefähr schwarzer Körper und kriegt relativ gute Ergebnisse. Also eine Vereinfachung, die sich bewährt hat.
Genau. Und da braucht man jetzt dann Wien und das habe ich jetzt hier, Boltzmann und Wien, aber da mache ich ein eigenes Video. Ja? Wer es waren, Boltzmann und Wien, das sind zwei Gesetze und damit kann man dann was rechnen.